Der US-Sänger, Gitarrist und Songwriter Tom Verlaine ist tot. Der ehemalige Frontmann der Rockband Television starb nach kurzer Krankheit am 28. Januar in New York. Das berichtet unter anderem das Magazin Rolling Stone und beruft sich dabei auf Chess Paris Smith, die Tochter der Rocklegende Patti Smith. Er starb friedlich in New York City im Kreise enger Freunde. Seine Vision und seine Vorstellungskraft werden uns fehlen, teilte Smith demnach mit. Verlaine, der mit bürgerlichem Namen Thomas Miller hieß, wurde 73 Jahre alt. Er gründete Television 1973 mit dem Gitarristen Richard Lloyd. Die Band war eine der einflussreichsten im Umfeld des legendären Punkclubs CBGB auf der Bowery in Manhattan. Berühmt wurde die Band mit dem Punk-Album Marquee Moon von 1977 mit dem gleichnamigen Titelsong. Später war Verlaine als Solomusiker unterwegs. Er arbeitete unter anderem mit Künstlern wie David Bowie und Patti Smith.